Dann will ich erstmal zum kalten Baum. Leider nicht hinbringen. War so klar. Ist der Fluss über die Ufer getreten. Da kann ich dich leider nicht hinbringen. So weht also der Wind. Dort ist der Fluss über die Ufer getreten. Da kann ich dich leider nicht hinbringen. Wow. Auf geht's. Halt dich fest, Jerry. Das war wohl nix. Dann haben wir wohl noch ein paar Spots, an die wir noch nicht rankommen. Nein! Was will ich denn hier? Was will ich denn hier? Och, jetzt muss ich zurück nach Mauswald. Was müssen wir denn jetzt machen? Was müssen wir jetzt machen? Wir haben eigentlich alles getan, ne? Können wir eigentlich mal mit dem, mit dem Zauberer reden, mit dem Hasen? Boah, da habe ich mich gerade so selbst outplayed, dass ich so... Naja, jetzt weiß ich auch, was das ist. Fahrt nach Mauswald. Hm? Da will ich hin. So, ab nach Mauswald. Ab zum Marquis de Hoteau. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Wir haben die Einladung verschickt. Wir haben das mit dem Plausaft geklärt. Nee, den müssen wir noch bestellen. Und das Gebäck müssen wir auch noch bestellen. Upsi. Da müssen wir schnell zu Anja Danke sagen. Ganz vergessen. War ich so überrumpelt, dass ich jetzt endlich das Fahrrad lösen kann, dass ich ganz vergessen habe, mit Anja zu reden. Extravagant. Extravagant. Ha. Ich habe in die Zukunft geschaut. Hi. Willkommen zurück. Regenblausaft. Wie wunderbar. Ullis Medizin wirkt bestimmt. Absolut. Meine Kunden fragen schon seit Tagen, wann es wieder Blausaft gibt. Und für das vorgezogene Wipfelfest werden wir viel Blausaft brauchen. Ach so. Bis später. Na toll. Ich rede also trotzdem einfach mal mit dem Hasen. Weil was soll ich denn sonst jetzt noch machen? Was haben wir noch im Inventar? Beruhigende Baldrian-Tropfen, indischer weißer Pfeffer, leeres Blausaftfässchen. Ja, okay, wir könnten theoretisch, das hier sieht ein bisschen aus wie Hero. Kobold, vielleicht ein bisschen Kobold-Heroin, hier auf den Löffel. Und dann hier mit in den Arm, ich weiß ja nicht, hier mit reinstechen und dann, okay. Ja. Ab zum Hasen. Ich wüsste nicht, was wir jetzt noch tun sollen. Marquis? Cherry, du hast die Einladungen verschickt und Blausaft bestellt. So sieht's dabei aus. Dabei hast du einen Zwerg geheilt, ja. Die kleine Ursula gerettet, ja. Und vieles andere erlebt. Du entwickelst dich fürwahr zu einem echten Baumläufer. Oh nun yes. Werden wir mit dem magischen Teil deiner Ausbildung beginnen. Sehr nice. Und dann folgt das Wipfelfest. Ja, Wipfelfest. Wir freuen uns auf Blausaft. Also beeile dich mit der Ausbildung, du Grünschnabel. Seit ich denken kann, ist das Wipfelfest eine Festivität, die wir einmal im Jahr ausrichten. Uhu. Und bei dem wir Hilfsbereitschaft, Familie und Mut feiern. Und Magie ist da gar nicht im Spiel. Ach nein. Vorwärts, junger Haselnuss. Was? Wo gehen wir hin? Wie? Wir reisen weiter? Ich glaube, so weit habe ich das Spiel nie gespielt. Errungenschaft freigeschaltet. Eventmanager. Was ist das hier für ein Ort? Die Halle der Schüler. Ein lebender Ort. Aus Magie geschaffen. Ich glaube, so weit habe ich das Spiel echt nie gespielt. Damals. Zwischen zwei Augenblicken. Ich habe dann das Let's Play geguckt. Kann mich aber hier an nichts mehr erinnern. Ich spüre es auch. Es scheint, als sei seit viel zu langer Zeit niemand hier gewesen. Und schon in Mauswald erinnerte sich kaum jemand an uns. Nur die Alten. Wie lange waren sie nicht mehr hier? Ich weiß es nicht. Zu lange, wie es scheint. Irgendwas ist hier komisch. Mit diesem Marquis und generell uns, alles. Es ist die Tradition am Leben zu erhalten. Die Halle der Schüler ist ein Ort des Übergangs. Okay. Hier wird heute deine Ausbildung beginnen. Und hier wird sie enden. Okay. Alles geschieht im Schutz des ersten Baumes. Der erste Baum? Ist das der hier? Dies ist nur eine Statue. Der erste Baum ist der älteste Baum dieser Region. Er wacht über den Wald,
über die Portalbäume. Er hält diese Welt zusammen. Bäume wie er sind so alt, dass sie schon in anderen Sphären existieren. Ihre Wurzeln reichen bis in Träume, bis in die Fantasie. Und wo ist der erste Baum? In deinen Träumen hast du ihn vielleicht schon besucht. Doch die Lichtung, auf der er steht, ist verborgen. Die Wege, die dorthin führen, versteckt. Wie dieser Raum. Wenn deine Ausbildung vorüber ist, werde ich dich auf die Lichtung führen. So will es die Tradition. Doch zunächst musst du deine Ausbildung erst absolvieren. Und dazu müssen wir dieses Ding in Gang bringen. Der erste Baum. Wieso klemmt das alles? Das gehört bestimmt zu dieser Maschine. Boah, hier saust und braust es überall rum. Keine Ahnung, was das ist, aber es gibt zwei davon. Direkt mitnehmen. Sieht aus wie Mamas neuer Föhn. Ja, sehr lustig. Aber ich muss das jetzt zum Laufen bringen. Also, stör mich nicht, okay? Alles klar. Dann gucken wir uns doch erstmal einfach alles an, oder? Der erste Baum. Irgendwie strahlt dieser Steinbaum etwas sehr Gutes und Warmes aus, obwohl es hier so kalt ist. Und das hier die letzten... Wir müssen uns beeilen. Es sind ja mal zwei. Hier ist so ein Stück Baum davor. Hier ist ein Vogel. Keine Ahnung, was das ist. Ein Hase. Keine Ahnung, was das ist. Das sieht auf jeden Fall auch irgendwie ein bisschen creepy aus, oder? Irgendwie gruselig, wie die einen anstarren. Wer die wohl alles sind? Letztes Mal war sie doch noch in Ordnung. Wer die wohl... Wer sagt er das Gleiche zu? Da steckt eine Kugel in dem Glasrohr fest. Was könnten wir da machen, vielleicht? So kriege ich die Kugel nicht frei. Okay. Wie könnten wir die Kugel frei kriegen? Mit dem Stock? So kriege ich die Kugel nicht frei. Nein. Nein. Okay. Wie kriegen wir die Kugel frei? Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Probier jetzt, ob ich das ich mit irgendwas kombinieren mit kann. Ich bin besser. Einmal nicht. Wir müssen uns beeilen. Sieht aus wie Mamas neuer Föhn. Ja, sehr. Aber also, okay? Alles klar. Ich störe dich nicht, aber wie kriegen wir die Kugel da raus? Das passt nicht ganz. Wieso klemmt das alles? Passt. Gar nicht mal schlecht. Aber das Ding läuft immer noch nicht. Ja, wir haben ja noch eins. So. Aha. Der Hase rafft ja gar jetzt nichts. Jetzt lass mich mal weitermachen. Der rafft ja gar nichts. Aber was machen wir mit der Metallkugel? Nein. Da steckt eine Kugel in dem Glasrohr fest. Ja. Das ist unmöglich. So kriege ich... Okay, mit welchem Item könnten wir die denn dann noch freikriegen? Nichts ist unmöglich. So kriege ich die Kugel... Baldrian... Machen wir mal durch unser Ding hier. Okay, da oben können wir nochmal klicken. Wo kommt nur dieses Licht her? Das ist nicht die Sonne, oder? Okay, das war alles, was er dazu zu sagen hat. Vielleicht Löffel? So kriege ich... Wenn nicht mit dem Stock. Mal sehen, ob das so leicht ist wie Kleingeld aus Gullis Angeln. Als ob. Oh, das funktioniert. Hat geklappt. Sehr gut, Cherry. Wunderbar. Natürlich mussten wir das Ding reparieren, weil der Hase überhaupt nichts rafft. Diese Elektro-
magische Apparatur ist dem Zeitfluss entkommen. Dreckige Fliege hier. Sie verarbeitet Informationen aus Vergangenheit und Zukunft und druckt diese in Bildern auf Karten, presst aus dem Laub von Portalen. Okay. Da. Darf ich sie nehmen? Natürlich. Was? Was passiert hier? Diese 16 Karten können dir schon jetzt viel über deine Ausbildung sagen, wenn du sie zu lesen verstehst. Doch mit diesen Karten ist es wie mit Träumen. Ein jeder kann sie selbst am besten deuten. Okay. Maschine. Ungewöhnlich. Eine weitere Karte. Was zeigt sie? Das bin ja ich. Äußerst ungewöhnlich. Was mag das nur zu bedeuten haben? Die Fliege hier. Oh. Wer ist denn das? Huch. Da schwebt wer. Das ist ein Geist. Haben wir den nicht auch mit dem Hund gesehen? Ich glaube nicht. Oder hast du deinen Körper nun schon für immer hinter dir gelassen, Magier von Mauswald? Ich kann fühlen, wie nicht weit von hier mein Bein einschläft. Also nein. Ich scheine ihm die Treue zu halten, auch wenn er alt wird und seine Narben zwicken. Sag mir, Magie, wie bist du entkommen? Entkommen, Magier? Ich bringe einen Schüler. Ich freue mich, dich zu sehen und diese Halle der Schüler geschützt zu wissen. Du bringst also einen Schüler. Sag ihm, er soll mich in meinem Haus aufsuchen. Oh, der magische Baum. Diese magische Tür, da wo wir einen Brief eingeschmissen haben. Nimm den Schlüssel, Jerry. Irgendwie erscheint der Hase mir immer seltsamer. Er war zu dumm, die Maschine zu reparieren. Jetzt hat er nur faul rumgesessen. Und er hat von nichts einen Plan. Und er hat gerade gesagt, wie bist du entkommen? So, als hätte der Magier ihn irgendwie verbannt oder so. Das ist doch alles sehr seltsam hier. Okay. Sie sind zurück. Suche das Schloss zu dem Schlüssel, den der Geist in der Halle der Schüler verloren hat. Alter Mann, die Fliege. Du einen alten Freund von Hasse Fliegen. Auf bald. Einen alten Freund, okay. Ich lese jetzt nicht immer, was der ins Tagebuch schreibt, weil es eigentlich immer ziemlich offensichtlich ist, was er da reinschreibt. Wenn ich mal nicht weiter weiß, gucke ich mal wieder rein, aber viel erfährt man daraus eigentlich nicht. Okay, dann gehen wir zur magischen Tür, ne? Gehen wir zur magischen Tür jetzt. Ich will wissen, was passiert. Seltsam. Ja, wir haben doch einen Schlüssel, Junge. Das muss ich selber machen. Okay. Der Schlüssel hat sich einfach in Luft aufgelöst. Aber die Tür ist offen. Jetzt auf. Weil ich und Cherry, wir wollen immer genau das gleiche sagen. Wo Was sind wir denn jetzt? Was ist denn hier für ein Ort? Alter, da ist ja ein... Ist so riesig. Oh, da wird einem ja fast schwindelig. Da sind Bahngleise. Da können wir weiter erstmal aufs Thermometer gucken. Was ist das? Steinstele. Stele. Steinstele, Stele. Das ist ein Sticker, den habe ich schon gesehen und da oben ist ein Tropfen. Dieser Stein sieht ja seltsam aus. Es ist eine Bildstele aus der Halle der Schüler. Oh, woher kam denn die Stimme? Die kenne ich doch. In der Halle der Schüler gibt es jeweils eine Stele für jeden Schüler, der hier ausgebildet wurde. Doch diese hier wurde vor langer Zeit von der Halle ausgespielt. Ich habe sie tief im Wald gefunden. Und versuche, ihr Geheimnis zu lüften. Die Verbannung durch die Halle ließ das Bild in 32 magische Tautropfen zerspringen, die sich über ganz Mauswald verteilt. Davon haben wir schon einige gesammelt. Wer mit Felsen sprechen kann, kann die Stele selbst befragen, wie viele Tropfen fehlen. Würde jemand alle 32 Tautropfen sammeln, könnten sie sich zum Bild des ausgestoßenen Schiffs. Ah, das heißt, das hat sogar Sinn, dass wir die Dinger sammeln. Spannend. Ich dachte, das wäre nur so just for fun.
ein Tropfen. Tja, ich wüsste gern mal, wie viele wir schon haben. Wir haben schon eine ganze Menge hier in den Sticker noch. Noch so ein Aufkleber. Wieder hier noch ein Tropfen. Geiler Aufkleber. Da könnte sich halt gut noch einer verstecken. Ein riesiger verlassener Bahnhof.